9,387. Der zweite Sprung haben wir nicht gesehen. Ja, es gab dann 9,26. Ja. Man hat doch einen Abzug in größerer Art hinnehmen müssen. Es war doch ein voller Sprung, also höchster Ausgangswert und knapp nur 9,3. So, jetzt also Jelena Produnova. Auch schon seit ein paar Jahren in der russischen Nationalmannschaft. Ein Überschlag Doppelsalto. Also bei den Frauen habe ich so einen Sprung ganz selten gesehen. Er ist auch in diesem Jahr erst neu. Von ihr zum ersten Mal auch gezeigt worden, von Jelena Produnova. Ich habe sie zum Turnier in Cottbus gesehen. Ein Energiebündel sondergleichen. Das ist fantastisch, was die Dame dort uns zeigt. Schade, schade, dass es nicht ganz klappt. Silvia, das ist ja eigentlich mehr als ein Doppelsalto. So einen Sprung muss man erstmal machen. Ich habe ihn auch Jahre probiert und bist nicht rumgekommen. Ihn nicht richtig gepackt, zumindest nicht unter Wettkampfbedingungen. Also ich weiß, was da für eine Kräfte wirken und wie klein man sich machen muss, welche Energie man braucht und das als Dame. Hut ab! Tja, eine Weltneuheit, dieser Überschlag mit Doppelsalto vorwärts. Zumindest bei den Damen wohlgemerkt. 9,437, das sieht nicht gut aus für das russische Team, das augenscheinlich federn lassen muss am Sprung. Ja, und da ist immer die Entscheidung, wagt man so ein Risiko, geht man auf Nummer sicher, macht einen leichteren Sprung. Und in der Stunde der Wahrheit dieser Welttitelkämpfe solch einen Sprung zu riskieren, aller Ehren wert. Der war besser, aber weit davon entfernt auch optimal genannt werden zu können. Also Jelena Produnova. Die Radwende mit einem Salto gestreckt, nochmal eine Zeitlupe. Man sieht die Schwierigkeiten, die sie beim Schließen der Beine hat. Die anderthalb Schraube, auch die Vorwärtslandung nicht ganz unkompliziert. Ja, deutlich die Schere, also das gibt Abzug in der technischen Ausführung. Ja. Die beiden Springerinnen, vielleicht war das schon eine erste Vorentscheidung. Aber wie schon erwähnt, eine Streichnote fällt ja weg, aber zumindest kommt auch eine nicht optimale Wertung hier rein. Und damit sieht Leonid Akaye vielleicht auch schon wieder die berühmten Fälle schwinden. Zum ersten Mal in seiner Karriere auch und überhaupt zum ersten Mal für die russischen Damen einen Mannschaftstitel zu gewinnen. 9,487. Das fließt ein. 6